Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte mich zunächst beim Debattierclub Frankfurt bedanken für dieses tolle Turnier. Wir haben es sehr genossen. Es war wirklich fantastisch, hier zu sein. Vielen Dank dafür. Es soll uns aus Stuttgart vor allem um zwei Dinge gehen. Zum einen, warum die Solidarität leidet und zum anderen, warum die Identität hier ein lokales Hemmnis darstellt auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit. Doch zunächst ein paar Punkte, die wir hier gehört haben von der Vorseite. Wir hören hier von Marcel, oh, irgendeines von den 16 Experimenten, die wir da laufen lassen, wird eine Best Practice abwerfen und die greifen wir dann ab. Und dann geht es allen besser. Das ist praktisch, wir haben das 16 soziale Veranstaltungen, die da laufen, und wenn da das beste Schulsystem sich endlich durchgesetzt hat nach ein paar Jahren, dann wird das einheitlich überall übersetzt. Wieso ist das noch nicht passiert, Marcel? Wieso ist es so, dass es bisher weiter so viele Schulsysteme gibt? Wieso hat sich die Best Practice nicht auf alle Systeme umgesetzt? Es liegt daran, dass die Leute lokal stolz auf Systeme sind, die unter Umständen gar nicht mehr funktionieren. Und das sehen wir als hochproblematisch und das sehen wir in dem Bildungssystem, wie es sie gibt. Dann hat uns der nächste Redner noch erzählt, Marc-André, dass es hier so ist, dass die Größe der Bundesländer genau richtig ist, weil sie genau auf eine magische Art und Weise die korrekten Minderheiten enthält, die genau zugehörig sind. Das ist doch Quatsch. Das sind künstliche Konstrukte. Man wird doch gezwungen, in diesen Kategorien zu denken. Man wird doch gezwungen, als Württemberger oder als Bader oder was weiß ich nachzudenken. Man wird doch geboren auf diese Art und Weise. Und dann redet man einen ein, dass man zu dieser Grenze gehört und dass man da reingehört. Das wird ja quasi in einen hineinerzogen. Und wir denken, das lässt sich auch verändern über die Generationen hinweg. Und das haben wir auch beispielsweise gesehen in Baden und Württemberg. Das einzige vereinigte Bundesland, das es bisher gab. Die Baden-Württemberger denken nicht mehr so stark in diesen Kategorien, die es früher einmal gab, nämlich badensisch und württembergisch. Ja, aber nur spaßhaft. Man sieht es beim Fußballspielen. Aber es ist nicht mehr so stark, weil man nicht mehr Kampfabstimmungen in der Politik gegeneinander hat. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, den man hat. Das heißt, es ist möglich, anders über sich nachzudenken und auch seine Minderheit anders nachzudenken. Was ihr macht, ihr steckt Menschen in eine Box, ihr zwingt sie, in einer gewissen Weise über sich nachzudenken. Und wir halten das für falsch und schlecht und wollen das entsprechend verändern. Reden wir also hier über den ersten Punkt, über die Solidarität. Wir sagen, das Problem ist doch, dass gewaltige Ungleichheiten existieren. Wir sehen es im Bildungssystem beispielsweise. Die Bildung in den einzelnen Ländern ist stark unterschiedlich. Je nachdem, wo ich geboren werde, sind meine Chancen in Deutschland unterschiedlich gebildet zu werden. In Württemberg glauben wir, dass die Bildung besonders gut ist. Und entsprechend, das sieht man auch an den PISA-Studien, weiter im Norden ist sie eher schwieriger und schlechter. Und die Aufstiegschancen durch die Bildung sind schwieriger. Im Durchschnitt ist das wahr über die PISA-Studien bewiesen. Was bedeutet das? Wenn man willkürlich in ein Bundesland reingeboren wurde, hat man nur, weil man das Unglück hatte, dass es diese Ländergrenzen gibt, eine automatisch schlechtere Bildung. Wir schlagen vor, dass egal, wo man geboren wird, man genau die gleichen Chancen haben sollte. Und das ist hier ganz wichtig, dass wir diese Synergieverluste in der Zukunft eindämmen, dass wir hier mehr Bildungsgerechtigkeit haben, weil wir die verschiedenen Standards zusammenlegen. Natürlich kann es sein, dass an manchen Orten meinetwegen der Standard etwas sinkt, aber durchschnittlich wird er einheitlicher. Und das ist auch die Gerechtigkeit, die wir hier erreichen wollen. Die Gerechtigkeit der Menschen untereinander, die Gerechtigkeit, dass man die gleichen Bildungschancen, die gleichen Aufstiegschancen überall in der Republik hat. Marc-André. Ja, aber die Aufstiegschancen hängen doch von den ökonomischen Rahmenbedingungen ab und nicht von den Lehrplänen. Und wenn wir den Ländern ermöglichen, ihre ökonomischen Rahmenbedingungen optimal anzupassen über spezifische regionale Gesetze, ist es wahrscheinlich besser für alle Beteiligten. Ja, aber das ist ja genau das, was es bewiesen hat. Es ist nicht möglich, egal wie viel Geld man reinpumpt. Das ist so ein altes Konstrukt. Dieses Bildungssystem lässt sich kaum noch richtig regulieren und es ist besser, es einheitlich von oben über den Top-Down-Approach zu regulieren. Wir sagen also, das ist praktisch der Schluss, den wir haben, dass der Solidarismus leidet. Man ist weniger solidarisch, weil man lokale Identitäten hat. Wie funktioniert das psychologisch? Man denkt über sich selber nach und über die anderen. Das sieht man bei so Schwachsinnsveranstaltungen wie Fußball, Entschuldigung, wo dann Leute entsprechend sagen, oh, wir Dortmunder oder wir Bayern. Und man denkt, ihr seid ja eigentlich bekloppt, ihr liegt, oder Dortmund und Schalke in dem Fall, ihr lebt doch direkt nebeneinander. Wieso ist das euch so enorm wichtig? Na natürlich, das ist die Masseneuphorie. Man gehört einer anderen Gruppe an. Und wie definiert sich das? Indem man andere ausschließt entsprechend. Und wir halten das für sehr schädlich. Und man sieht das auch am Verdruss, den man beim Länderfinanzausgleich hatte. Am Verdruss, den man beim Aufbau Ost hatte. Man sieht, dass die Solidarität entsprechend immer mehr sinkt, weil man diese lokale Identität als Rückzugsgebiet hat. Weil man sagt, die anderen Menschen sind nicht meine Brüder und Schwestern. Das sind diese Badenser. Das sind diese Ostdeutschen, die das Geld uns wegnehmen. Und wir sehen das als hochproblematisch, wenn wir dieses Konstrukt wir und die anderen zulassen. Wir wollen diese Kategorien aufweichen. Wir wollen, dass der Wille zurückkehrt, dass man nicht nur sich um den Nachbarn kümmert, der ein Haus weiter wohnt, sondern auch um jemanden kümmert, der 1000 Kilometer weiter weg wohnt. Weil man sagt, das könnte auch ich sein. Ich könnte auch in dessen Position stecken.
stecken, weil wir eben alle im gleichen Land sind und entsprechend ein Band haben, das uns alle verbindet. Wir wollen quasi hier eine Kette in dieser Einheit wegnehmen. Und wir sagen, und das ist mein zweiter Punkt, dass hier die lokalen Identitäten stören, ein großes Hemmnis darstellen. Man zelebriert quasi bei jeder Länderparlamentswahl die Unterschiede. Man erinnert immer wieder daran, dass man anders ist als die anderen. Man sagt, wir Baden-Württemberger, wir Bayern, immer wenn man zur Wahlurne geht. Wenn man den Föderalismus aufhebt, verschiebt sich diese Ebene, sie wird unterschwelliger und kann sogar irgendwann mal verschwinden. Viele von den Fürstentümern, die es einmal gab, die durch Napoleon aufgelöst wurden, in diesen Kategorien denkt niemand mehr. Warum? Weil Gras über die Sache gewachsen ist. Und das ist ganz wichtig, dass man diesen Mechanismus entsprechend verwenden kann, dass man in der Lage ist, neu über sich nachzudenken und die Kategorien auflöst, die Boxen auflöst, in die Menschen reingesteckt werden. Dieses enge, stereotypische Korsett, das da existiert. Und das sehen wir als große, große Schwierigkeit an. Will die zweite Regierung, die zweite Opposition irgendwas noch sagen? Oder? Konrad? Die Leute identifizieren sich doch nicht mit ihrem Bundesland wegen der Politik, die da gemacht wird, sondern einfach, weil es diese Verwaltungseinheit ist, die ja beeinbehalten werden soll. Jeder versucht, sich irgendwie abzugrenzen von anderen, und sie werden auch weiter Möglichkeiten finden dafür. Das stimmt, aber diese Möglichkeiten sind bei weitem nicht mehr so stark, weil es nicht mehr diese offizielle Anerkennung gibt, diese große politische Überstruktur. Es ist unterschwellig, so wie zwischen Baden und Württemberger. Es ist auf dem unteren Niveau und es ist entsprechend leichter, in der größeren Einheit aufzugehen. Und das würde auch Europa entsprechend helfen. Europa, und das ist auch eine Antwort auf die erste Opposition, funktioniert auch deswegen nicht, weil wir die Schwierigkeit haben, dass wir immer wieder diese lokalen Rückzugsidentitäten haben. Das bedeutet in der Zukunft, wenn wir praktisch nur noch diese größere Kategorie haben, das Nationalismus, dass es leichter ist, in Europa aufzugehen, sich als Europäer neu zu erfinden, dass dann dieser Mensch da nicht nur eine oder zwei Stationen, also nicht mehr zwei oder drei Stationen weg ist, sondern nur noch eine Station weg ist. Und das wäre auch eine wichtige Grundlage für Europa. Meine Damen und Herren, ich denke, das hier ist einer der passendsten Orte, den wir dafür hatten. Hier wurde die Demokratie, die deutsche, erst angedacht. Hier, man sieht die 16 Flaggen, die da an der Wand sind. Hier haben wir angefangen, über uns neu nachzudenken. Und ich denke, hier ist auch der Zeitpunkt, wo wir eine neue Vision haben, in der wir nicht mehr in diesen kleinstaaterischen Kategorien denken, sondern einen Schritt weitergehen in eine moderne Version von uns selber, in ein einheitliches Land. Vielen Dank.